Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Sub-Video. Dieses Video wurde sich schon seit einiger Zeit mal wieder gewünscht. Und zwar wolltet ihr unbedingt ein Sub-Update haben. Und ja, das sollt ihr heute bekommen. Ich werde dieses Video so machen wie das vom letzten Jahr. Das heißt, ich zeige euch die Bücher. Wenn es was zu den Büchern zu erzählen gibt, dann erzähle ich euch was. Aber ansonsten kann ich im Prinzip zu den Büchern nichts sagen, weil es Sub-Bücher sind. Das heißt, sie sind nicht gelesen. Und ich kann euch jetzt auch nicht bei jedem Buch den Rückband vorlesen, weil dann sitzen wir nächstes Jahr Weihnachten noch hier, weil es sind sehr viele. Es sind wirklich sehr viele. Ich kann euch den Stapel hier einmal kurz zeigen. Da ist der Stapel. Und diesen Stapel werde ich euch jetzt einmal abfotografieren, ein Voice-Over drüber legen und dann habt ihr meinen Sub auch mal wieder gesehen. Ich dachte mir, ich mache nur vorne ran so ein kleines Hallo, dass ihr mich auch mal gesehen habt in diesem Video. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video und ja, ich bin an dieser Stelle schon mal raus und sage bis dann. So ihr Lieben, damit starten wir mit dem ersten Buch von meinem Sub und das ist Monsters of Verity, unser düsteres Duett von Victoria Schwab. Das ist der zweite Teil der Monsters of Verity Reihe und das ist auch mein aktuelles Currently Reading. Und ja, ich dachte mir, ich fange mit dem Buch an, was ich aktuell lese, um mich so ein bisschen in dieses Voice-Over hier einzugrooven. Es ist immer sehr, sehr komisch, irgendwie was nachzuvertonen, finde ich. Und ja, auf jeden Fall Monsters of Verity, unser düsteres Duett, der zweite und letzte Teil dieser Dilogie, ja, mein aktuelles Currently Reading. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, das ist Palace of Fire von C.E. Bernard. Das ist der dritte Teil der Palace of Glass Reihe. Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine direkte Reihenbezeichnung gibt. Und ja, das ist nicht der letzte Teil. Es gibt ja noch einen vierten Teil. Ich weiß gar nicht, ob der vierte Teil ein Spin-off ist oder noch direkt zur Reihe gehört. Ja, ich werde es herausfinden, wenn ich Palace of Fire gelesen habe. Dann machen wir weiter mit den nächsten drei Büchern. Achso, und falls ihr hier Hintergrundgeräusche hört, wie das Schütteln hier gerade eben. Ich habe Milo mit im Zimmer und Milo hat gerade Bock zu spielen und alles. Und ja, deswegen, falls er mal kurz bellt oder irgendwas dazwischen, es tut mir leid. Machen wir weiter mit den nächsten drei Büchern. Und zwar ist das die Engelsforce-Trilogie, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar ist das Zirkel, Feuer, Schlüssel von Sarah B. Elfgreen und Matt Strandberg. Dann haben wir die Ashes-Tetralogie von Ilsa J. Bick. Habe ich seit Jahren hier rumliegen, will ich seit Jahren lesen. Ich mache es einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe einfach zu viele Bücher auf meinem Sub. Dann haben wir Shadow Dragon, den ersten Teil dieser Reihe von Christine Brianna Otz. Ich glaube, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und ja, der erste Teil ist Die falsche Prinzessin. Auch dieses Buch müsste ich endlich mal lesen, damit ich weiß, ob ich diese Reihe weiterverfolgen sollte oder nicht. Weil manchmal hat man ja das Problem, dass es die Bücher dann nicht mehr gibt. Deswegen, ja, ich sollte das Buch auch echt bald mal lesen. Dann haben wir noch Infiziert von Cherry Cherry. Das ist der erste Teil dieser Trilogie. Auch hier müsste ich das Buch, glaube ich, mal lesen, damit ich weiß, ob ich die anderen beiden Bücher dieser Reihe noch brauche. Ja, naja, ihr kennt ja das Problem. Dann haben wir The Bone Season von Samantha Shannon. Das ist der erste und der zweite Teil. Ich glaube, diese Reihe ist dann nicht mehr weiter übersetzt worden, was ich sehr, sehr schade finde. Ich habe The Bone Season damals als Hörbuch gehört, habe es aber nochmal als Buch lesen wollen. Deswegen liegt es noch auf meinem Sub. Und wie gesagt, den zweiten Teil habe ich auch weder gehört noch gelesen. Muss ich auch noch machen. Dann haben wir die Quersumme von Liebe von Katrin Ziepse. Das Buch habe ich auch vor Ewigkeiten mal von Annika geschenkt bekommen. Wollte ich auch schon ganz, ganz lange mal lesen. Aber irgendwie, das ist auch so ein Buch, wo ich nie dran denke, dass ich das habe, was ich ja eigentlich auch mal lesen könnte. Ach ja, der Sub. Dann haben wir von Chris Weitz Young World Teil 1 und Teil 2, die Clans von New York und nach dem Ende. Diese Bücher habe ich mal von Niki irgendwann geschenkt bekommen. Vielen Dank, Niki, an dieser Stelle nochmal, falls du das siehst. Und ja, müsste ich auch mal lesen. Danach haben wir die Perfect Trilogie. Ich weiß nicht, wie die Reihenbezeichnung für diese zwei Bücher ist. Auf jeden Fall Flawed und Perfect von Cecilia Ahern. Ja, waren ja damals in aller Munde, als sie rausgekommen sind, aber ja, ich habe sie immer noch nicht gelesen. Aber ich habe sie schon mal beide da, das ist ja schon mal gut. Dann haben wir als nächstes von Ursula Posnanski die Lyra-Trilogie, glaube ich, ist das. Also die Verratenen, die Verschworenen, die Vernichteten. Ist auch eine Jugenddystopie, glaube ich, gewesen und ja, müsste ich auch irgendwie mal einfach lesen. Als nächstes haben wir dann von Jennifer Estep den sechsten und siebten Teil der Elemental Assassin-Reihe, Spinnenfeuer und Spinnengift. Ich habe die ersten fünf Teile gelesen. Ich weiß noch nicht, ob ich nach dem siebten Teil weiterlesen möchte. Dann haben wir als nächstes Lifehack von June Perry. Dein Leben gehört mir. Das Buch habe ich mir letztes Jahr auf der Buchmesse gekauft und ich habe es sogar signiert.
Und ich müsste es auch endlich einfach mal lesen. Dann haben wir den zweiten Teil von Das Vermächtnis der Grimms, Spieglein, Spieglein an der Wand. Das Buch will ich eigentlich ganz, ganz bald mit Annika lesen. Das ist auch eine Dilogie und der erste Teil, der war sehr krass, gerade zum Ende hin. Und ja, da wollten wir auch unbedingt weiterlesen, deswegen müssen wir das einfach mal tun. Und ich finde das Cover einfach mega cool von diesem Buch. Als nächstes haben wir dann Die Krone der Dunkelheit, Magieflimmern von Laura Kneidl. Das ist der zweite Teil dieser Trilogie. Und ja, auch das Buch müsste ich einfach mal lesen. Das Buch habe ich unangefragt vom Verlag zugeschickt bekommen. Ich wollte eigentlich die Reihe erstmal nicht weiterlesen, weil ich mir sehr, sehr unsicher war mit der Reihe. Und ja, jetzt hat der Verlag mir das Buch halt einfach zugeschickt, deswegen werde ich es lesen. Aber ja, ich weiß halt nicht wann. Dann haben wir noch ein Laura Kneidl Buch und zwar Someone New. Ja, auch hier haben mich manche Rezensionen davor abgeschreckt, das Buch zu lesen. Laura Kneidl schreibt ja sehr, sehr ruhig. Sie schreibt nicht sehr actiongeladen und nicht so ultraspannend. Und ja, deswegen habe ich das Buch immer noch nicht gelesen, weil ich gerade keine Lust auf so ruhige, entspannte Bücher hatte. Ja, die nächsten Bücher, All In von Emma Scott, der erste und der zweite Teil. Ich habe diese Bücher noch nicht gelesen, weil wirklich jeder, der diese Bücher gelesen hat, der hat danach gesagt, die haben mich zerstört. Und mir war gerade halt einfach nicht nach einem Buch, wo ich halt extrem heulen will, kann, soll. Und deswegen habe ich sie noch nicht gelesen. Und jetzt muss ich mal kurz nach Milo gucken. Das nächste Buch ist Die letzte Königin, das schlafende Feuer von Emily R. King. Das ist der erste Teil auch einer Trilogie, glaube ich. Und ich fand, das Buch hat sich so gut damals angehört. Ja, müsste ich halt auch einfach nochmal irgendwie lesen. Ich glaube, da sind inzwischen auch alle Teile erschienen. Ja. Ich glaube, Lucia hat es gelesen von The Magical World of Books und ihr hat es gut gefallen. Ja, ich sollte einfach alle Bücher mal auf meinem Sub lesen. Machen wir weiter mit den nächsten Büchern und zwar ist es eine komplette Reihe, die hier noch rumsuppt. Die Vollendet-Reihe von Neil Schusterman. Vollendet die Flucht, das ist der erste Teil, den habe ich schon gelesen, ist aber schon eine Weile her, weswegen ich den ersten Teil auf jeden Fall auch nochmal lesen wollen würde, bevor ich die komplette Reihe nochmal lese. Dann haben wir als nächstes das Buch, was in meiner Bücherbüchse-Box war, vor kurzem Dirty and Desire, vorsätzlich verliebt, von Tessa Bailey. Ich weiß gar nicht, ob das der erste oder zweite Teil der Reihe ist. Ich muss da nochmal gucken. Aber ich glaube, es ist der erste Teil. Auf jeden Fall geht es dort um Polizisten. Und hallo, Polizisten. Wuhu! Ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Ja, mehr kann ich dazu jetzt auch gerade nicht sagen. Dann haben wir hier noch Im nächsten Leben vielleicht von Mia Sheridan. Dann haben wir noch Gone Girl, das perfekte Opfer von Gillian Flynn. Dann haben wir als nächstes das Buch, wo ich den zweiten Teil nirgendwo mehr kriege, und zwar Him, mit ihm allein, von Sarina Bourne und Elle Kennedy. Es ist der erste Teil einer Dilogie, es ist ein Gay-Roman und ich wollte halt gerne den zweiten Teil haben, bevor ich den ersten lese, aber man kriegt den zweiten Teil einfach nirgendwo mehr. Es gibt ihn natürlich noch als E-Book, ich werde ihn mir wohl dann auch mal als E-Book kaufen müssen. Ja, aber ich hatte halt immer noch gehofft, dass ich das Buch irgendwie so noch rankriege, aber naja gut. Manchmal ist es halt so, man kriegt die Bücher nicht. Dann haben wir New York Diaries Claire von Ellie Taylor und Ellie Taylor ist ja das Synonym von Anne Freitag und Adriana Popescu. Das nächste Buch habe ich wieder geschenkt gekriegt und zwar ist das Red Rising von Pierce Brown. Ich wollte Red Rising schon so lange lesen. Ja, ich müsste es auch einfach mal tun. Ich habe halt bei Red Rising immer nicht angefangen, weil das ja halt inzwischen auch eine Tetralogie ist. Oder sogar eine fünfteilige Reihe. Ich weiß es gerade gar nicht. Und ja, das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt, weil ich halt so viele Reihen auch angefangen hatte. Und dann wollte ich nicht noch eine Reihe anfangen. Und ja. Aber irgendwann werde ich Red Rising von Pierce Brown lesen. Denn allein weil dieser Autor so ein Schnuggelchen ist, muss man das Buch lesen. Nein, Spaß beiseite. Aber das Buch hat ja auch durchweg positive Kritiken gekriegt. Und ja, ich finde, die Geschichte klingt halt auch einfach sehr, sehr gut. Als nächstes haben wir dann auch zwei Bücher, die ich mal geschenkt bekommen habe. Crazy Sexy Love und Dirty Sexy Love von Kylie Scott. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Reihenbezeichnung. Dive Bar Reihe ist das, glaube ich. Das ist die Dive Bar Reihe. Ja, auf jeden Fall habe ich die zwei Bücher von der lieben Niki mal geschenkt bekommen und auch irgendwie immer noch nicht gelesen. Ich erkenne da ein Muster. Irgendwie lese ich geschenkte Bücher sehr, sehr selten. Weiß nicht warum. Tut mir leid, irgendwann werde ich sie lesen. Dann haben wir Liebe findet uns von J.P. Monninger. Das Buch ist ja damals, wo es rausgekommen ist, auch relativ gut rumgegangen. Ich habe es mir dann auch als Mängelexemplar mal mitgenommen. Und ja, es ist eine Liebesgeschichte. Ich bin gespannt. Ich werde euch berichten, wenn ich es gelesen habe. Dann haben wir Midnight Girl von Melissa Gray, das Lied des Feuervogels. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das ein Einzelband ist oder ob das der Auftakt einer Reihe sein sollte. Auf jeden Fall gibt es nun diese eine Geschichte dazu, glaube ich. Ich glaube es, ich weiß es nicht genau. Und dieses Buch
ist, glaube ich, ungelogen inzwischen meine älteste Sub-Leiche. Ich habe es mir damals gekauft, wo es rausgekommen ist und habe es bis jetzt nicht gelesen. Ich glaube, das ist 4 oder 5 Jahre jetzt schon her. Ja, darf euch präsentieren, meine älteste Sub-Leiche. Das nächste Buch habe ich auch als Mängelexemplar gekauft, habe dann hinterher von euch erfahren, dass es auch der Auftakt einer Reihe ist, die nicht weiter übersetzt wurde, und zwar Artikel 5 von Kristen Simmons. Ja gut, jetzt habe ich das Buch halt, ich werde es irgendwann mal mitlesen. Und ja, ist zwar schade, wenn es nicht weiter übersetzt wurde, aber mein Gott, wir kennen das ja inzwischen nicht anders. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, und zwar ist das Water on Air von Laura Kneidl. Ja, ich glaube, das ist meine zweitälteste Sub-Leiche. Ich habe dieses Buch auch schon ewig und ich wollte es so lange schon lesen und mache es nicht. Aber es ist halt ein Einzelband, deswegen ist es jetzt nicht schlimm, wenn ich es nicht sofort lese, weil passe da nicht. Als nächstes haben wir Die Überlebenden von Alexandra Braken, den ersten und den zweiten Teil. Den dritten wollte ich mir immer mal noch kaufen. Ich war auch sehr drauf und dran, dieses Buch zu lesen. Aber ich habe dann den Film gesehen letztes Jahr und fand den Film irgendwie so, ich weiß nicht, so, ich fand den nicht so gut. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, so, nee, eigentlich will ich das Buch gerade nicht lesen. Ich muss da, glaube ich, noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Ich hoffe nur, dass ich den dritten Teil dann irgendwie noch rankriege, wenn ich dann irgendwann mal diese Bücher lese und ich da auch weiterlesen möchte. Dann haben wir noch Zauberhaftes Aschenputtel von Jacqueline Fellgut. Dieses Buch suppt auch schon ewig hier rum. Ich weiß nicht, warum ich es einfach nicht lese. Ich habe halt das Problem, dass meine Suppbücher immer im Schlafzimmer sind und ich sie dadurch ja auch nicht immer sehe. Ah, es ist so dumm. Ich sollte meine Suppbücher, glaube ich, mal woanders hinräumen. Im Schlafzimmer sind die, glaube ich, ein bisschen fehl am Platz. Ja, auf jeden Fall Zauberhaftes Aschenputtel von Jacqueline Fellgut sollte ich auch mal noch lesen. Dann haben wir Throne of Glass, Die Königin der Finsternis von Sarah J. Maas. Das ist der vierte Teil der Throne of Glass-Reihe. Ich will ja hier die Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Die ersten drei Teile habe ich gelesen und ja, mal gucken, wann ich dazu komme. Dann haben wir King of New York von Louise Bay. Das ist auch der erste Teil dieser Companion-Reihe. Companion hieß es. Und ja, müsste ich auch einfach mal lesen. Das nächste Buch ist Caraval, Es ist nur ein Spiel von Stephanie Garber. Ich glaube, das war eine Dilogie oder war das eine Trilogie? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das der erste Teil, habe ich mir auch mal als Mängelexemplar gekauft. Dann haben wir als nächstes den dritten Teil von Gina Showalters Zombieland-Reihe, also Showdown im Zombieland. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Reihenbezeichnung ist von dieser Reihe. Die ersten beiden Teile habe ich gelesen. Das ist der dritte, den habe ich noch nicht gelesen. Müsste ich auch dringend mal tun. Dann haben wir The Chemist, die Spezialistin von Stephanie Meyer. Dann haben wir Camp 21, Grenzenlos gefangen von Rainer Weckwert. Dann haben wir als nächstes Rain, das tödliche Element von Virginia Bergen oder Bergen oder wie auch immer man die gute Dame ausspricht. Dann haben wir hier eine Empfehlung von der lieben Annika, Stigmata von Beatrix Gurian, Nichts bleibt verborgen. Dann haben wir als nächstes hier die komplette Paper-Reihe. Ich weiß nicht genau, wie die Reihenbezeichnung ist. Ist das die Paper-Reihe? Auf jeden Fall hat meine Arbeitskollegin gesagt, sie hat keinen Platz mehr zu Hause und sie sortiert gerade Bücher aus und ja, da hat sie mir die komplette Reihe vermacht. Dann haben wir hier den zweiten und den dritten Teil von der, wie ist die Reihenbezeichnung für diese Reihe? Ich habe keine Ahnung. Den ersten Teil habe ich auf jeden Fall gerade noch verborgt an eine Freundin. Fällt mir gerade ein, den müsste ich mir mal wiederholen. Und ja, das ist der zweite und dritte Teil. Ich glaube, das sind insgesamt bis jetzt 6 Teile erschienen in dieser Reihe. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Das sind Thriller auf jeden Fall, wo es um einen Mörder geht und ja. Hat mir auch meine Arbeitskollegin vermacht. Die gleiche, die die Paper-Reihe mir vermacht hat im Übrigen. Als nächstes haben wir dann von Janet Clark Schweig still, süßer Mund, Singe, Fliege, Vöglein, stirb, sei lieb und büße. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Reihenbezeichnung von diesen Büchern ist. Es ist aber auf jeden Fall, ja, eine Reihe mit Jugendthrillern. Ich glaube, die Geschichten hängen auch nicht zusammen. Diese Bücher habe ich auch mal wieder geschenkt bekommen von der Susanne mit. Und ja, die müsste ich auch mal lesen. Das sind halt... Das ist eine Reihe, das ist die Royals House of Shadows Reihe. Ich habe diese Bücher vorher noch nie gesehen. Nirgendwo, ich weiß nicht, wo Susanne die ausgegraben hat. Und auf jeden Fall sind das halt verschiedene Autoren, die verschiedene Geschichten erzählen, aber alles halt so übernatürliche mit ein bisschen, naja, ihr wisst schon, Pep in den Büchern. Und ja, da wollte ich diese Bücher auch mal unbedingt lesen, weil Gina Showalter, Nalini Singh, hallo. Mag ich sehr, sehr gerne. Das nächste Buch ist auch wieder geschenkt gewesen. Habe ich mal mit zum Geburtstag gekriegt und zwar Gelöscht von Terry Cherry. Diese Reihe wollte ich auch schon ewig lesen. Naja, ihr kennt das ja. Dann Schneegeflüster, Liebesgeschichten zur Weihnachtszeit von Uta Ruprecht und anderen soll das, glaube ich, heißen. Habe ich auch mit zum Geburtstag mal geschenkt bekommen. Suppt hier auch noch rum. Dann haben wir Die Gilde der schwarzen Magier von Trudy Canavan.
Ich glaube, das sind auch mit so meine ältesten Subleichen. Die liegen hier schon ewig. Habe ich mir damals auf die Empfehlung von Niki gekauft und nie gelesen. Ich weiß nicht warum. Muss ich echt unbedingt irgendwann mal tun. Dann haben wir den 6., 7., 8. Teil der Gilde der Jäger. Ich glaube, ich habe die ersten 5 gelesen dann oder die ersten 6. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich ja nach dem letzten Teil der Gilde der Jäger so ein leichtes Traumata wegen dem, was dort passiert ist, und habe dann die Reihe nicht weitergelesen. Und das sind auf jeden Fall die nächsten 3 Teile. Ich musste halt einfach mal weiterlesen. Das ist, ja. Dann haben wir Ein ganz neues Leben von Jojo Moyes. Das ist ja der zweite Teil zu Ein ganzes halbes Jahr. Ich weiß, dass der zweite Teil Kacke sein soll, aber mich hat es halt schon interessiert, wie es mit Luisa da weitergeht. Und deswegen wollte ich das Buch auch irgendwann mal mitlesen. Dann haben wir Poison Princess von Cressley Cole, die ersten 3 Teile. Hier ist der 4. Teil auch nicht übersetzt worden mehr. Ich möchte die Bücher trotzdem gerne irgendwann lesen. Auch die hat mir die liebe Niki empfohlen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Reihe ist. Das nächste Buch ist auch wieder ein Geschenk gewesen, und zwar Liebe fertig los von Rachel Gibson. Hallo Susanne, ich lese es irgendwann. Hat sich sogar gereimt. Dann haben wir von Nancy Bush Nirgends wirst du sicher sein. Das ist ein Thriller, habe ich mir auch mal als Mängelexemplar gekauft. Ich fand den Buchschnitt halt so cool, weil der rot ist. Ist halt ein Thriller. Ich wollte halt eigentlich ab und an mal wieder einen Thriller lesen. Habe ich ja früher auch. Ich habe früher auch King gelesen und so. Aber ja, ich komme da im Moment einfach noch nicht wieder ran. Dann haben wir Der Nachtwandler von Sebastian Fitzek. Das Buch habe ich von der lieben Sina geschenkt bekommen auf der Buchmesse. Und ich habe es mir auf der Messe von Herrn Fitzek noch signieren lassen. Aber auch das, ja, ihr kennt ja die Geschichte. Dann haben wir Nur einen Horizont entfernt von Laurie Nelson Spielman. Das nächste Buch ist auch wieder ein Geburtstagsgeschenk gewesen, und zwar Nora Roberts Sternenregen. Das ist der erste Teil einer Trilogie. Und ja, das habe ich von der lieben Sina mal geschenkt bekommen. Und sie hat halt gedacht, sie schenkt mir einfach mal irgendwas anderes von einer Autorin, die ich auch noch nicht kenne. Ja, irgendwann werde ich es lesen. Das nächste Buch ist auch wieder ein geschenktes Buch gewesen, und zwar Feenrache von Tamina Berger. Ich habe dieses Buch vorher noch nie gesehen gehabt. Das hat mir eine Freundin mal mitgebracht, und ja, es klingt wirklich sehr, sehr gut. Irgendwann. Dann haben wir Die Widerspenstigkeit des Glücks von Gabriele Zevin. Das Buch ist ja damals auch relativ rumgegangen, wo das rausgekommen ist, und ich habe es mir dann auch irgendwann mal mitgekauft als Mängelexemplar, und ja. Irgendwann einmal werde ich es lesen. Dann haben wir als nächstes noch Dragon Kiss und Dragon Dream, Dragon Touch und Dragon Fire. Das sind die ersten 4 Bücher der Dragon-Reihe von Gea Eiken. Auch diese Reihe hat mir die liebe Niki empfohlen. Und dann habe ich halt gesehen, dass es diese Bücher halt in diesem Doppelband gab. Und diese Doppelbände waren auch noch reduziert. Naja, da konnte ich nicht Nein sagen. Tada! Musste ich sie mitnehmen. Aber diese Bücher sind solche Klopper. Ey, die sind so schwer, wenn man die in der Hand hat. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, diese Bücher zu kaufen. Ich weiß es einfach nicht. Dann haben wir jetzt als letztes noch Secret Fire, die Entflammten von CJ Doherty. Das Buch liegt auch schon ewig hier rum. Aber nachdem ich ja Night School von CJ Doherty gelesen habe und das so überhaupt nicht mein Fall war und ich die Geschichte echt, ja, nicht gut fand, ja, guckt jetzt halt Secret Fire seitdem bei mir rum, weil ich halt denke, dass das Buch genauso nicht mein Fall ist, aber weggeben will ich es auch nicht. Ich habe mir das damals zum vollen Preis gekauft, deswegen denke ich mir, ja, jetzt lies es halt wenigstens oder lies wenigstens rein. Ja, irgendwann. Das ist das, was ich euch am meisten heute erzähle. Ja, irgendwann. Ja, das ist mein Sub. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Bücher es insgesamt sind. Ich kann ja mal, wenn ich das jetzt alles zusammenschneide, mal gucken, dass ich mitzähle. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie hoch mein Sub ist. Wartet mal, ich zähle mal meinen Sub schnell durch. Okay, ich habe jetzt gerade mal durchgezählt. Also es müssten 94 Bücher sein, die ich euch jetzt gezeigt habe, die aktuell als richtige, echte Bücher auf meinem Sub sind. Dazu kommen noch die Bücherbestellungen, die ich jetzt gemacht habe die Woche. Das sind nochmal 6 Bücher, die noch oben drauf kommen. Also bin ich insgesamt jetzt wieder bei 100. Wenn ich dann aber Monsters of Verity gelesen habe, bin ich wieder bei 99. Das heißt, ich wäre dann wieder unter 100. Rein theoretisch oben drauf rechnen müsste man noch die E-Books. Aber E-Books sind meine Stiefkinder und ich zähle die in keine Statistik mit rein. Ich zähle die weder bei den Reihen mit rein, ich zähle die weder bei dem Sub mit rein, bei den Neuzugängen oder sonst wo. Ich, wie gesagt, E-Books sind meine Stiefkinder. Ich lese so, so selten E-Books. Deswegen kommen die bei mir nirgendwo mit rein und werden auch nirgendwo mit aufgeführt. Deswegen, richtige Bücher sind es jetzt, wie viel waren es, 94? Wenn ich mich nicht verzählt habe, ihr könnt ja auch mitzählen, wenn ihr wollt. Wenn ich mich verzählt habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, bin ich doch gut runtergegangen vom Sub. Also
Wie gesagt, ich habe einige Bücher aussortiert. Das waren so bestimmt 6, 7, 8 Stück. Aber den Rest habe ich halt auch einfach gelesen. Aber ich bin ein bisschen stolz gerade auf mich, dass mein Sub dann doch so weit runtergegangen ist. Juhu! Ja, mein Subziel ist immer noch so auf 20 Bücher zu kommen. 10 wären noch besser, aber ich glaube, auf 10 runter komme ich nicht mehr. Aber so 20 wäre halt schon mein Ziel, da irgendwann mal hinzukommen. So, und das war es jetzt an dieser Stelle auch von dem Video. Ich habe lange, breit und viel erzählt. Ich bedanke mich bei euch immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!